Hallo und herzlich willkommen, ich bin das der Bogi. Und was machen wir heute? Heute haben wir einen kleinen Bogi-Talk. Okay, Bogi, beruhig dich, mein Lieber. So, erstmal das Mikrofon wieder, erstmal verstauen und wieder in die richtige Richtung drehen. Das muss ja alles hier perfekt sein, Leute. Hier wird nicht einfach mal was laienhaft gemacht oder sowas. Das klappt ja doch nicht hier. Beim Bogi ist alles hochprofessionell. Ja, genau, weil wir hatten den letzten Bogi-Talk, hatten wir Mitte Dezember 2021 und dort ging es ja um das 1000. Video und wir hatten eine Roomtour 3.0 gemacht und hatten damals 600 Abonnenten und jetzt kommen wir direkt zu dem schönen Thema. Wir sind jetzt Anfang Juli, das heißt, wir sind 7 Monate weiter. Was hat sich noch getan? Wir sind knapp an den 1000 Abonnenten. Hier, Leute, ich kann euch jetzt schon mal eins versprechen, wenn wir die 1000 Abonnenten erreicht haben, also nicht direkt, wenn dann 1000 oder 1001, sondern ein paar Tage später, werde ich natürlich mir etwas ausdenken. Weiß nicht natürlich nicht, wie schnell es danach kommen wird, aber ihr habt mein Wort, es wird auf jeden Fall was kommen. Es kommt natürlich ein 1000 Abonnenten-Special, ist ja ganz klar. Ich meine, 1000 Abonnenten ist ja ein richtig geiler Meilenstein. Ich weiß noch so die ersten 100 Abonnenten, dann war es cool, dass man so 500 Abonnenten hatte, aber auch die 500 waren nicht so wie die 1000. Ich meine, klar sind 1000 ja auch mehr, aber es ist auch nicht so, dass man dann so, oh, später so 2000 Abonnenten-Special, sondern 1000 ist schon mal, ist es so eine magische Zahl und es ist ein Meilenstein. Da muss natürlich dann etwas passieren und etwas gemacht werden. Also von daher auf jeden Fall. Aber warum sage ich das gerade? Ich kann euch einfach mal auch ein Bild einblenden von heute. Also wir haben ja heute den 5.7. und da waren es aktuell gerade 987 Abonnenten. Das heißt, wir sind nur noch 13 Abonnenten von den 1000 entfernt. Wenn man überlegt, dass man in der Roomtour, in dem Video von Mitte Dezember, waren es 600 Abonnenten. Das heißt, wir haben nochmal knapp fast 400 Abonnenten in den letzten sieben Monaten zugelegt, was natürlich eine extrem krasse, geile Sache ist, muss ich echt sagen. Wirklich cool und von daher geht erstmal ganz viele Küsschen raus und Onkel Bogi zeigt euch ein Herzchen. Genau, eben habe ich gerade so gezeigt, dass so ein Kreis oder so. Bogi zeigt euch einen Kreis, so einen Ball oder sowas. Nein, es ist natürlich ein Herz, ist ja auch nicht so herzförmig, sondern so ein bisschen runder und so. Und ach, lassen wir das, egal. So, dann, was wollte ich noch sagen? Obwohl es doch so viel Zuwachs bei den Abonnenten gab, ist es trotzdem noch so, dass 90% der Zuschauer keine Abonnenten sind, sondern einfach halt Videos geschaut haben, ohne den Kanal zu abonnieren. Klar, der eine oder andere ist nicht mit einer E-Mail-Adresse eingeloggt bei YouTube und kann dann nicht abonnieren, kann kein Like da lassen, kann auch nichts in die Kommentare unter einem Video schreiben. So, es ist immer schade, vor allem, weil ich sehe, dass auch ein guter Teil von diesen Zuschauern wiederkehrende Zuschauer sind. Das heißt, das sind wirklich Zuschauer, die jetzt nicht abonniert haben, aber trotzdem immer wieder reinschauen. Und das ist halt dann so, vom Wegen, kann man das nur vorstellen, entweder, dass man sich das in den Browser-Favoriten hinzufügt oder dass man halt weiß, okay, der Kanal heißt ja Onkel Bogi dann und man weiß so, okay, komm, ich gucke alle paar Tage mal nach, gibt es was Neues beim Onkel Bogi oder so. Dabei, Leute, wenn ihr müsst euch nur mit einer E-Mail-Adresse registrieren, wenn ihr euch registriert, euch einen Namen gegeben hat, dann könnt ihr mit mir auch in Kontakt treten. Dann schreibt ihr was in die Kommentare rein, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt etc. Ich freue mich immer über jede Kommunikation mit meinen Zuschauern. Also von daher ist das eine coole Sache. Dann könnt ihr auch hingehen, dann könnt ihr Likes da lassen, ihr könnt abonnieren und wenn ihr nebendran dieses Glöckchen aktiviert, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video bei mir gibt. Und das heißt, du verpasst da eigentlich auch nichts. Also das ist das eine schon mal. Dann Thema Videos. Aktuell sind wir bei knapp 1200 Videos, wenn man Onkel Bogi und Technik Bogi zusammennimmt. Übrigens, Technik Bogi ist jetzt auch, kann ich auch mal einblenden. Yeah, 210 Abonnenten für einen neuen Kanal, echt cool. Wenn du hier Onkel Bogi Abonnent bist und du guckst gern Technik Sachen wie auch hier Gaming Equipment und so weiter hier und gerne Technik Fragen oder du hast auch Technik Fragen, willst mal was beantwortet haben beziehungsweise wünschst dir vielleicht sogar ein Video auch zu einem interessanten Thema, dann einfach mal reinschreiben in die Kommentare, über den Discord Kontakt aufnehmen und auch den Technik-Bogi abonnieren. Abonnier doch den Technik-Bogi. Abonnier den Technik-Bogi. Du findest ihn da. Muss erst mal selber neben auf dem Bildschirm gucken. Wo ist er denn überhaupt? Genau. Wo ist er denn überhaupt? Ich bin hier. Ja, und ich bleibe jetzt auch noch eine Weile da. Und ja, apropos hier sein und eine Weile da sein. Anfang Mitte Mai. Ne? Mitte Mai war es gewesen.
bin ich krank geworden. Ich habe mir eine echt üble Grippe eingefangen, meine Stimme war weg und jetzt, 2 Monate später, man merkt es immer noch ein bisschen. Also ja, im Stream merkt man es vor allem, wenn ich dann halt lange am Reden bin, weil dann huste ich. Hier würde ich das Husten rausschneiden. Nein, aber ich merke schon so ein bisschen manchmal so, oh, ich müsste mich mal räuspern, weil bei mir immer noch dann so die Atemwege ein bisschen verschleimt sind. Jetzt ist es so, ich war krank gewesen. Ihr habt dann vielleicht auch gemerkt, also insofern du einer der wiedergehenden Zuschauer bist, wie wir eben gerade erwähnt haben oder gelernt haben, ja, dann hast du vielleicht auch gesehen, dass es an Mitte Mai wenig bis gar keine Videos gab. Es gab 2 Wochen lang, ich glaube, 1 oder 2 Videos. Das waren welche, die schon vorproduziert waren und die hatte ich dann veröffentlicht. Und Leute, ich muss euch jetzt mal ehrlich, so Real Talk, ja, ich muss euch das mal wirklich erzählen, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz! Ich habe, als ich 2 Wochen keine Videos gemacht habe, das war der erste Zeitpunkt, außer wenn man jetzt mal rechnet, dass ich irgendwo im Urlaub bin oder sowas. Ja? Aber das war so, ich war zu Hause, also quasi schon vom Mindset her zu Hause und nicht im Urlaub irgendwo am Strand oder sowas, sondern wirklich zu Hause und habe mir aber nicht gedacht, so, oh, ich muss jetzt an den Rechner runtergehen, ich muss einen Stream vorbereiten, ich muss Videos schneiden, ich muss jetzt Videos aufnehmen oder so. Nee, ich habe einfach mal einen Gang zurückgeschaltet und habe mal gesagt, hier, Leute, ich bin krank, ich schone mich jetzt. Und dann glaubt ihr gar nicht, es hat so ein Umdenken, da hat ein Umdenken eingesetzt. Es war dann so, dass ich zum Beispiel auch mal wieder mehr Zeit gefunden habe, einfach mal rauszugehen, mit Freunden was essen zu gehen und solche Sachen halt, ja. Und es war schon wirklich, oder auch einfach mal dann zu lesen, auch wenn ich gemerkt habe, abends, ich bin müde, ich lege mich jetzt hin oder so, das konnte ich alles dann machen und nicht bis in die Puppen, wie man sagt, kennt ihr das bis in die Puppen, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, das ist jetzt ein Sprichwort, also bis um Uhr, also auch das kennt man vielleicht nicht, weiß nicht, ob das eine lokale Sache ist, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall, ich sitze unter der Woche, ja, 2, 3 Uhr morgens gehe ich so ins Bett, manchmal 4, wenn ich mal lang geschnitten habe Videos, dann ist es auch schon mal 5. Und ja, ich arbeite natürlich hauptberuflich, also ich arbeite Vollzeit und ja, könnt ihr euch ja überlegen, wie das Leben dann so aussieht. Recht trist. Deswegen habe ich dann für mich selber gemerkt, dass es mal ganz gut ist, ein bisschen zurückzuschalten. Ich habe ja vorher immer, Montag, Dienstag und Donnerstag gab es Streams. Dann war es nachher nur noch Montag und Donnerstag. Aktuell ist es ja, dass es donnerstags immer Streams gibt. Aber gerade Montag ist bei mir so ein Tag, auf der Arbeit ist dann immer viel los montags, weil übers Wochenende dann manchmal irgendwie, ich arbeite ja in der IT, dann passieren öfter mal irgendwelche Sachen, irgendein System geht kaputt oder so, man muss da was koordinieren etc. Es kommen neue Sachen auf den Tisch, es sind sehr viele Meetings montags, entsprechend bleibt die Arbeit liegen und ich mache entsprechend spät erst Feierabend montags, ja. Und deswegen habe ich für mich selber gesagt, ach, wisst ihr was, Leute, wenn ich jetzt merke, momentan geht es für mich nicht, montags zu streamen, dann streame ich montags halt nicht. Dafür gibt es dann halt den Donnerstag-Stream. Also den gibt es definitiv fix und ich habe auch vor, wieder auch montags zu streamen. Ich muss nur schauen, wie ich es zeitlich schaffe, weil ich hatte ja dann auch, es ist ja die Frage, ob du jetzt halt ein wiederkehrender Zuschauer bist und ob du auch gegebenenfalls schaust du ja bei mir gar nicht die Gaming-Videos, also Medieval Dynasty und Minecraft oder so, weil dort habe ich gesagt, Achtung Leute, Krankheit, warum gab es keine Videos? Ich war krank, ihr hört es an meiner Stimme, also nicht jetzt, sondern weil ich dann im Video gesagt habe, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin richtig hart angeschlagen und deswegen gab es einfach weniger Videos. Und ich muss sagen, ich habe das danach dann wieder so ein bisschen angekurbelt, das Ganze, dass ich halt wieder mehr Videos mache, also zumindest mehr Videos als jetzt nach der Krankheitsphase, ja. Es war dann so, dass ich jetzt dann auch, vorher war es jetzt als Beispiel, Montag Minecraft, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag und dann immer so ein 2-Tages-Rhythmus. Und dazwischen, der andere Tag, war Medieval Dynasty. Und dazwischen dann noch ab und zu mal ein Tutorial zu irgendeinem Spiel wie War Thunder oder so. Und das war halt schon extrem viel. Ich meine, klar, die Minecraft-Videos, die purzeln aus dem Montagsstream raus und Medieval Dynasty nehme ich dann auch so 3 Stück abends mal am Stück auf. Das ist auch nicht so, dass ich dann wirklich jeden zweiten Tag dann aufnehmen muss. Nee, das nimmt da schon am Stück auf. Aber es ist trotzdem, es ist viel Zeit, ja, die da drauf geht. Und wenn dann Freunde mal gesagt haben, so, die wissen schon von vornherein, irgendwie so, ja, Montag streamt er, Dienstag schneidet er Videos, Donnerstag streamt er, Wochenende will er mal seine Ruhe haben. Also fragen wir den Bogi, ob er Mittwochs Zeit hat. So, und man
Man mag es vielleicht gar nicht glauben, aber ich habe Freunde, ja, ich habe sogar ziemlich viele Freunde und die möchten auch mal Zeit mit mir verbringen und es ist wirklich extrem knapp, die ganze Zeit, die ich da habe und deswegen habe ich mir gesagt, gehabt, hier Leute, ich knechte mich jetzt schon seit 2,5 Jahren, nicht falsch verstehen, Leute, ich mache das gerne für euch und sowas, macht ja auch Spaß, macht das ganze Hobby, macht mir echt mega viel Bock, aber es ist natürlich halt ein extremer Zeitfresser, es verbraucht viel Zeit, also extrem, also vor allem halt Faktor Zeit ist das Problem. Und von daher ist es so, dass ich mir selber gesagt habe, weißt du was, wenn es jetzt mal heute kein Video gibt, also heute bezieht sich nicht auf heute, sondern allgemein so gesprochen, wenn es jetzt mal heute kein Video gibt, gibt es halt heute kein Video. Wenn es morgen keins gibt, gibt es halt keins. Dafür kommt danach dann wieder 2 Stück in Folge oder so. Ich werde es einfach ein bisschen nicht weiter runterschrauben, aber so in dem Level, wie es jetzt momentan ist. Momentan ist es ja so, dass ich in der Regel so, sag mal, 2 Minecraft-Videos, 2 Medieval Dynasty und manchmal noch ein Warsunder-Tutorial oder ein Tutorial zu einem anderen Spiel. Also sowas in dem Dreh, so habe ich mir das vorgestellt. Das gibt mir einfach mehr Zeit, auch mal die anderen Sachen zu machen, wie zum Beispiel meine Videos zu schneiden. Jetzt haben wir Anfang Juli, ich habe ein Video gemacht zu einem Rasenmäher, ich habe ein Video gemacht zur Heckenschere und so weiter und so fort. Aufgenommen alles. Ich war froh, dass ich das Pool-Video mal fertig geschnitten habe, um das dann zu veröffentlichen zeitnah, weil es geht halt extrem viel Zeit für drauf. Seit 1,5 Jahren liegen Nano-Leaves da, die an die Wand hinten sollen. Da soll noch der Bogie-Schriftzug hin, das soll beleuchtet werden. Bogie-Talks sollen ja auch mal dahin hinten dann mit Besuchern stattfinden, hat ja auch noch nicht stattgefunden und ja, alles so Sachen, da sind so viele Projekte, Stranded Deep soll seit einem Jahr schon wieder, wie war es mit Räuspern, ja, sollte ja auch mal wieder laufen und ist ja auch noch nicht passiert, ja, Bogie versus Wild quasi, ja, Bogie gegen die Wildnis, also nicht Seven versus Wild, das war gestern, Bogie versus Wild bei Stranded Deep auf einer Insel und so überleben, länger als 7 Tage, also härter als in der Realität, nein, Quatsch, also Spaß, Leute, gell, bisschen Kappa muss sein. So, ja, was wollte ich gerade sagen? Dadurch, dass ich ja nicht weiß, ob du halt die Gaming-Videos schaust, weiß ich natürlich nicht, ob du das mit der Krankheit mitbekommen hast und so weiter. Und deswegen sollst du das nur wissen. Wenn ich mich jetzt mal eines Tages entschließen sollte hier, ich hänge das ganze YouTube- und Twitch-Geschäft, hänge ich an den Nagel, dann werde ich euch das auf jeden Fall kundtun. Dann werde ich nicht einfach mal von heute auf morgen aus der Weltgeschichte verschwinden, sondern dann gibt es auf jeden Fall ein Statement von mir. Und grundsätzlich, wenn ihr mal Statements wollt und so weiter oder auch mal Kontakt, auch Leute, Discord, auch ebenfalls hier unten in der Beschreibung, join doch mal dem Discord, damit wir auch da mal ein bisschen Leben reinbringen in die Bude und ein bisschen kommunizieren können. So, dann habe ich doch eigentlich schon, muss überlegen, ich habe eigentlich jetzt alles angesprochen und wir sind jetzt schon bei knapp 13 Minuten. Aber ich denke, das ist auch ausreichend für so einen Bogie-Talk, oder? Kann ich jetzt noch einen Wunsch äußern? Da, den Technik-Bogie abonnieren, den treiben wir jetzt auch noch auf die 1000 hin. Ich meine, ganz ehrlich, ich gebe jetzt mal so eine kleine Prognose ab. Ich glaube sowieso, dass der Technik-Bogie-Kanal irgendwann den Onkel-Bogie-Kanal überrunden wird von den Abonnentenzahlen. Hier fliegt irgendwas im Raum rum. Ist durchs Fenster reingekommen, weil es ist so warm. Auch im Keller ist es warm, deswegen ist das Fenster offen. Meine Nachbarn hören mich bestimmt und denken immer als, ach, was labert der denn? Der wollte doch schon aufhören zu reden. Warum redet er weiter? Weil ich noch gar nicht fertig war. Ha, jetzt ist mir noch was eingefallen. Und zwar das Pool-Video. Das Pool-Video war ja in meinem Garten. Und ich habe so überlegt, wie geil wäre das denn, ab und zu mal so ein Video im Garten zu machen, weil ich habe ja dafür dann auch volles Equipment da aufgebaut. Ich habe so einen riesen, ich könnte es eigentlich jetzt von hier neben aus dem Bildrand rausholen, weil es steht an der Wand, ein riesen Stativ, Kamera drauf, einen großen Laptop hingestellt und so weiter, Stromkabel überall lang und dann aufgenommen, Mikrofon hingestellt. Ich habe ja dann auch am Outro von dem Pool-Video, seht ihr noch so Bilder zusammenschnitten. Da seht ihr mal zum Beispiel, da habe ich mal diese ganze Drehszene fotografiert, damit ihr mal seht, wie das eigentlich ist, wie die Kamera da steht, wie das Mikrofon da aufgebaut ist, weil die Sachen sind ja nicht immer im Bild zu sehen, sondern sind ja eigentlich so hier unten von mir versteckt, dass man das nicht sieht, ja. Auf jeden Fall bin ich hingegangen und habe mir jetzt so einen ganz kleinen, dünnen Laptop, ey, cool, oder? Wirklich, das sieht jetzt gar nicht so klein aus, aber er ist klein. Habe mir einen kleinen Laptop fertig gemacht mit SSD drin und so weiter, dass ich dann im Garten und so auch mal aufnehmen könnte. Deswegen, was habt ihr da Bock drauf? Also jetzt nicht so ein nicht weiterer Kanal Bogies Garten oder so, sondern ich könnte mir vorstellen, entweder, dass wir eine Playlist machen oder dass ich das vielleicht hier in die Bogie Talks mit reinmache. Vielleicht einfach mal auf der Hollywood-Schaukel ein bisschen schaukeln. Oder vielleicht, ja, im Pool sitzen, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht machen, weil das dann so ein Hot Tub-Style ist, ja. Und das finde ich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin, ja. Nee, aber grundsätzlich im Garten sitzen, vielleicht mal ein Lagerfeuer anhaben.
den Laptop aufbauen, Kamera dranhängen, Mikrofon oder Ansteckmikrofon oder sowas, ja, also, und dann mal auch so ein Bogi-Talk im Garten machen. Wäre bestimmt mega geil. Hätte ich echt Bock drauf. Aber bitte auch jetzt, wenn ihr sagt, ey, geil, Bogi, ja, mach das mit dem Bogis Garten und so, wir wollen da unbedingt Videos, auch da nicht festnageln, wann ich das mache. Das Wetter ist geil. Ich werde das diesen Sommer bestimmt noch machen. Also würde ich mir dann vornehmen auf jeden Fall. Und ich muss eh noch 2 Videos vom Garten schneiden und ich will zum Beispiel im Garten mir eine Toilette hinbauen. Und dafür müsste ich dann so einen Raum komplett sanieren, Decke runterreißen und so weiter. Und das ist dann auch gar nicht irgendwie so, dass das so ein Produktplacement ist, weil was soll ich denn da reinschreiben? Im Hornbach die Latten von 2 Meter Länge gekauft. Nee, da wird es dann wirklich drum gehen, einfach so ein bisschen mal so das Do-it-yourself oder sowas mal so ein bisschen zu zeigen, hier, wenn Bogi anfängt da zu schrauben und zu werkeln und zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz geile Sache. Ich glaube, das macht mir auch Spaß. Und ich merke ja auch gerade auch, dass diese ganzen Tutorials und so, die kommen extrem gut an bei den Leuten, ja, also die helfen den Leuten, die Leute gehen auch hin und schreiben da viel dann in die Kommentare auch und das sind Videos, die wirklich dann auch in, ja, ich sag mal, die dann viel frequentiert sind und es ist dann auf jeden Fall etwas Cooles da in der Richtung auch ein bisschen mehr mit Tutorials zu machen. Wie gesagt, Gameplay wird es immer geben, weil ich einfach gerne zocke und wenn ich gerne zocke, dann kann ich euch daran auch teilhaben lassen. Ja gut, ich muss dann ein bisschen mehr reden, als wenn ich alleine zu Hause sitze und ein Spiel spiele, dann würde ich natürlich nicht die ganze Zeit labern. Wobei, man weiß es nicht. Nein, nein, Quatsch, mache ich nicht. Aber jetzt sind wir bei 16 Minuten, waren eben bei 12 und waren eigentlich am Ende. Also von daher sage ich jetzt mal, danke für deine Zeit und Leute, nochmal vielen, vielen Dank für den Support. Und nochmal das Herz mit den. Hier, wenn ich das Herz schon kaum hinkriege, wie soll ich dann ein paar Schrauben in die Wand reinkriegen? Aber ey, unterschätzt den Bogi nicht. Der Bogi hat's echt drauf. Der Bogi ist ein Handwerker. Nicht umsonst hat der Technik-Bogi auch einen Schraubenzieher in der Hand. Und das war's jetzt an dieser Stelle. Punkt aus. Kannst gerne was in die Kommentare reinschreiben. Kannst gerne ein Like da lassen. Und Leute, registriert euch bei YouTube, damit ihr abonnieren könnt. Die wiederkehrenden Zuschauer. Auf jetzt abonnieren. Jetzt boxen wir die 1000 hier durch. Also macht's gut. Bis dann. Euer Onkel Bogi. Ciao. Beziehungsweise Technik Bogi. Oder einfach nur Bogi. Also, ciao.